Hallo. Wir suchen zurzeit 1 bis 2 Bewerber, die gerne freiwillig hier auf diesem Kanal Karten und Thumbnails erstellen wollen. Ihr müsst dafür jedoch mindestens 16 Jahre alt sein. Ihr solltet Spaß am Karten haben und ehrgeizig sein. Ihr werdet dafür nicht bezahlt, seid aber auch nicht dazu verpflichtet. Ihr solltet mindestens einmal am Tag auf Discord online sein, um Aufträge zu bekommen. Falls ihr den Anforderungen entspricht, bewerbt euch unter dem ersten Link in der Beschreibung oder dem folgenden Link, der jetzt angezeigt wird. Wir freuen uns auf eure Bewerbungen. Und jetzt viel Spaß! Moin moin und herzlich willkommen zur nächsten Lukas 712 Shots Compilation. Auch in dieser Compilation ist wieder ein verstecktes Rätsel, ihr könnt die richtige Lösung in die Kommentare schreiben. Viel Glück! Und lasst gerne ein Like und Abo da, würde uns sehr freuen. Aber jetzt, ab mit dem Video. Hier mein Schatz, du hast deinen Schulranzen unten vergessen, ich stell ihn dir hier hin, okay? Danke Mama, stell einfach hin. Moment mal. Wieso, was ist denn? Oh nein. Wie lange liegt die da schon drin? Ach, die liegt noch nicht so lange da drin. Vielleicht 3 oder 4 Tage? Wochen. Das ist doch nicht dein Ernst, meine schöne Tupperdose. 5 Arten von Lehrern. Der Mathelehrer. So, liebe Schüler, wir haben hier einmal 4 + 3 = 8. Habt ihr das alle verstanden, oder? Moment mal. Herr Huren. Lukas. Aber 4 + 3 ist doch gar nicht 8. Das ist doch 7. Oh, Lukas, da bist du aber auch wieder voll drauf reingefallen, Mensch. Ich hab das doch nur gemacht, um euch zu testen. Denkst du, ich mach so einen Fehler? Ich wollte doch nur gucken, ob ihr auch alle aufpasst. So, sie sind ja ein richtiger Scherzkeks. Wahrscheinlich, oder? Die 25 Fehler meiner Mathe-Klausur letzte Woche waren auch alle extra. Sie kleiner, lass dein Abo da. Danke. Okay, tschüss. Freunde, wir müssen reden. Es beginnt ja jetzt wieder die kältere Jahreszeit. Warum gibt es auf jeder Schule mindestens eine Person, die genau so ist? Oh, es ist so kalt. Junge, ich spüre meine Hände nicht mehr. Ah, was ein wunderschöner, warmer Sommermorgen. Junge, was ist euer Problem? Hä, wieso? Was soll denn sein? Stimmt. Mein Fehler. Ich hab vergessen, wir haben ja nur minus 37 Grad. Das sind ja sommerliche Temperaturen, ne? Hallo. Junge, ich glaube, bei euch hängt eine Synapse schief. Zieh doch einfach einen Pullover an. Zieh doch einen Pullover. Hier, Junge, nimm. Du kleiner... Hi, ich bin's wieder. Wir müssen noch mal eine Runde reden. Ich habe gestern ein Video über Leute gemacht, die bei minus 37 Grad draußen mit T-Shirt und kurzer Hose rumlaufen. Moin. Und ich bin schockiert. Ich habe ja gesagt, ihr sollt so eine Person markieren. Ey, und mindestens 90% der Kommentare waren... Seid ihr eigentlich auf den Kopf gefallen? Ey, ich glaube einfach, ihr seid so eine Sekte, Digga. Deswegen, Freunde. Wo sind die Leute, die im Winter auch ganz normal mit langen Sachen rausgehen? Bitte zeigt euch. Hi. Kennt ihr das? Ihr sitzt so ganz entspannt in eurem Zimmer. Und dann passiert genau das. Lukas! Ja? Ich check's nicht. Ich check es einfach nicht. Warum können wir euch hören, aber ihr uns nicht? Aber wisst ihr, wo das Problem ist? Wir antworten euch einmal. Ja? Zweimal. Ja? Dreimal. Ja? Aber es kommt keine Antwort. Und dann geht das die ganze Zeit so weiter. Bis wir dann selber aufstehen und runtergehen. Wir wissen, dass ihr das extra macht. Kennt ihr das? Ihr sitzt im Unterricht und denkt euch nichts Böses. Auf einmal bemerkt ihr so einen kleinen Hautfitzel an eurem Finger. Ja, und dann beginnt man ihn abzuziehen. Macht es nicht. Macht es einfach nicht. Und dann fühlt sich das Ganze ungefähr so an. Junge, diese Schmerzen. Ich schwöre es euch, unsere Finger, die wollen aufs Maul. Wenn man entspannt im Bett liegt und das passiert. Oh, was ist denn hier für eine Luft? Hier riecht's ja wie ein Puma-Käfig. Schau mal, was von Anklopfen gehört. Mach doch mal das Fenster auf. Lass das Fenster geschlossen. Ja. Lass mal das Fenster zu, es ist voll kalt. Ja, ja, komm, kalt, kalt. Hier muss auch mal Sauerstoff rein. Wenn ich's offen haben wollte, dann hätte ich schon längst aufgemacht. Hier muss auch nochmal aufgeräumt werden. Hier sieht's ja aus wie bei Hempels unterm Sofa. Ja, mach ich morgen. Ja, mach ich morgen. Tür zu. Hallo. Hallo. 5 Arten von heute Gamern. Der immer ausrastet. Ey, Bro, lass mal bitte ein Match gegeneinander machen. Ey, Junge, nein, Alter, du rastest immer so schnell aus. Nein, Junge, ich raste auch nicht aus. Später. Hallo. Yes, Junge. Ey. Come on, Alter. Ach, halt's Maul, Alter. Hallo, hallo, hallo.
sehr gerne ein Abonnement auf meinen Kanal da. Dankeschön. Freunde, wir müssen reden. Wisst ihr, es gibt eine Sache in meinem Leben, die werde ich einfach nie verstehen. Wisst ihr, der Lehrer sagt, ich habe eure Klassenarbeiten korrigiert und verteilt dann erstmal die Arbeit. Man selber bekommt dann die Arbeit, einmal deine Arbeit, und bemerkt dann Folgendes. Ich bin ja noch dümmer, als ich dachte. Aber man ist ja auch neugierig und möchte wissen, was die anderen haben. Ey, was hast du in der Arbeit? Ey, und dann gibt es diese eine Person. Das sage ich dir nicht, das geht dich gar nichts an. Was ist dein Scheißproblem? Junge, sag doch einfach deine Note. Nein. Zeig doch einfach deine Arbeit. Zeig doch deine Arbeit. Freunde, heute reden wir über ein Thema, was mich richtig abfuckt. Und mit richtig meine ich wirklich so 100%. Wisst ihr, man will seinen Freunden einfach eine spannende Sprachnotiz schicken. Yo, Bro, ich mache mich jetzt fertig und dann bin ich ungefähr so in 10, 15 Minuten bei dir. Und dann hört man sich das Ganze nochmal an. Yo, Bro, ich mache mich jetzt fertig, bin dann so in 10, 15 Minuten bei dir. Was ist denn da los? Warum ist das so? Auf einmal hört man sich an wie so ein Quietsche-Entchen. Was bin ich eigentlich für ein... Wenn man krank wird und das passiert. Aufstehen! Mama! Um Himmels Willen, wie siehst du denn aus? Ich glaube, ich habe die Grippe. Ja, weißt du, wovon das immer kommt? Das ist, weil du immer nur an deinem Handy bist. Was? Was hat das Handy damit zu tun? Ach so, das glaubst du mir also nicht. Komm, wir fahren zum Arzt. Alles klar, dann wollen wir mal gucken. Mund auf. Ah. Ja? Jetzt huste mal bitte. Ja, so klar und deutlich. Das kommt davon, weil du zu oft am Handy bist, du kleiner Hurensohn. Wenn man in der Schule Scheiße gebaut hat und dann nach Hause kommt. Na, mein Schatz, wie war's in der Schule? Hallo? Na, hör mal, was war das denn jetzt? Was ist, wenn mein Lehrer anruft? Ich bin am Arsch. Einfach nicht dran denken. Er wird nicht anrufen. Holla Krise. Na, wer ruft denn so spät noch an? Ja? Er hat was? Alles klar, das regel ich. Dein Lehrer hat dir gerade angerufen. Und mir von den 4 Sechsen erzählt, die du in Mathe geschrieben hast. Von denen du mir natürlich noch nichts erzählt hast, Freundchen. Ich kann dir das erklären. Nix da, jetzt ist es zu spät. Meister. Wisst ihr, welche Person mich in der Schule immer richtig aufgeregt hat? Genau diese hier. Ich habe nur eine 2. Junge, heulst du gerade wirklich wegen einer 2? Eine 2 ist doch voll gut. Ich will aber eine 1 haben. Junge, sei mal froh, dass du eine 2 hast. Wie sowas? Was hast du denn? Ich habe eine 4. Ja, aber eine 4 ist doch voll okay. Du heulst wegen einer 2? Aber zu mir sagst du, eine 4 ist okay? Willst du damit sagen, dass ich dumm bin oder was? Ja, okay, eigentlich hast du recht. Nein, aber mal im Ernst. Warum heult ihr wegen einer 2? Was bist du eigentlich für ein kleiner... Dieser Moment, wenn das erste Mal Alkohol im Essen war. Mama? Ja, mein Schatz, was ist los? Hast du die Nudeln heute irgendwie anders gemacht? Die schmecken irgendwie komisch. Ich habe heute mal an die Soße einen Schuss Wein gemacht. Wow. Was ist los? Hallo? Ich spüre den Alkohol. Das geht überhaupt nicht. Der Alkohol ist längst zerkocht. Wow, ich sehe dich doppelt. Sag mal, drehst du jetzt völlig durch? Wow. Ich heb das mal kurz auf, ne? Wow. Ich bin etwas wackelig wegen dem Alkohol. Manchmal frage ich mich echt, was ich falsch gemacht habe mit dir. Wenn man von seiner Mutter an der Kasse alleine gelassen wird. Ach, verdammt, jetzt habe ich die Milch vergessen. Pass auf, ich gehe nochmal kurz Milch holen, du pass auf den Wagen auf. Okay. Alles klar, einen schönen Tag noch. Der nächste. Hallo. Na hör mal, bist du ganz alleine hier? Nein, aber meine Mutter ist gerade noch was holen. Dann hoffen wir, dass deine Mutter gleich noch kommt, ne? Mhm. Das macht dann 127,73 Euro. Ich habe aber kein Geld dabei. Du hast kein Geld? Nee, jetzt muss ich die Polizei rufen. Hallo? Alles klar. Du kommst jetzt ins Gefängnis. Was machst du da unten? Ich will nicht ins Gefängnis. Oh, wei, oh, wei. Oh, mein Kopf, Alter. Was ist das denn? Was ist das? Moinsen, Meister. Wie bist du hier hingekommen? Du hast den Stift liegen lassen, mein Freund. Der Stift. Und jetzt bin ich hier. Ich fordere dich heraus. Dann bieten wir den Zuschauern jetzt ein würdiges Finale. Ja! Na dann, komm her. Was Kinder früher gemacht haben. Ben, schau mal, ich habe Reus Club 100 gezogen. Wow. Wollen wir den tauschen? Nö, den gebe ich nicht ab. Ach, komm schon, ich gebe dir auch Götze, Robben und Hummels. Boah, Götze, Hummels und Robben? Ja, okay, lass tauschen. Wow. Worüber Kinder heute reden? Ey, Jungs, ich habe meiner Mutter 20 Euro abgezogen. Damit gehe ich mir erstmal gleich den neuen Battle Pass von Fortnite kaufen. Sag, voila, du hast gemacht? Ich schwöre, Digga. Wie viele Skins hast du? Boah, ich glaube, ich habe ungefähr so 200 oder 300 Skins. Boah, krasser Typ. Willkommen zu Outtakes mit Lukas. Viel Spaß. Können Sie mir sagen, was Sonnenbrille
Können Sie mir sagen, was Sonnenbrille... 2000 Jahre später. Können Sie mir sagen, was Sonnenbrille auf Englisch heißt? I'm sorry, in English please, du kleiner Hurensohn! Ich hab diesen Wörterbuch so in meinen Fernseher gefetzt. Korrekt, Digga. Man hätte natürlich auch rein theoretisch den Fernseher einfach mal wegstellen können. Oder halt einfach direkt woanders hinwerfen können, aber... Nee, Digga. Freunde, heute reden wir mal über ein Thema, was mich seitdem ich klein bin schon nervt. Wisst ihr kommt schon genervt von der Schule nach Hause und dann fragen euch eure Eltern, na mein Schatz, wie war's in der Schule? Ist das euer Scheiß Ernst? Wie soll's denn gewesen sein? Denkt ihr, es war schön? Nein, es war genauso beschissen wie die anderen 360 Tage im Jahr auch. Wenn Mama wieder übernatürliche Kräfte hat. Junge, ist die Scheiße heiß, Alter. Aua, verdammte Scheiße, Alter. Na hör mal, was machst denn du da? Ja Mann, die Scheiße hier ist voll heiß. Mein Gott, zeig mal her. Mein Gott, das ist doch noch gar nicht heiß. Du stellst dich hier an, ey, meine Güte. Hä? Ey Jungs, heute ist Gegenteiltag. Grünes Licht stehen bleiben, rotes Licht laufen. Was, wirklich? Wirklich, vertrau mir. Rotes Licht. Was für Opfer, Alter. Spieler 310 eliminiert. Spieler 315 eliminiert. Spieler 425. Sorry. Jeder Englischlehrer ist genau so. Herr Huren? Ja, yeah, Lukas? Können Sie mir sagen, was Sonnenbrille auf Englisch heißt? I'm sorry, I can't understand you. Please talk in English, okay? Because we are in an English class right now. Oh, can you say me what this in English is? Take a look in the dictionary, okay? Ist das Ihr Scheiß Ernst? Soll ich jetzt wirklich erstmal eine halbe Stunde in diesem Kack-Wörterbuch nachgucken? Obwohl Sie Spacko mir es auch einfach sagen können? Hör mal, was fällt dir eigentlich ein, so mit mir zu reden? I'm sorry, in English please, du kleiner Hurensohn! Wenn man stolpert und das passiert. Mein schönes Wasser. Hallo, ja. Ich habe gerade gesehen, wie die Flasche auf den Boden geworfen haben. Entschuldigung, mir ist die Flasche nur runtergefallen. Die ist Ihnen runtergefallen? Nein. Ich habe genau gesehen, dass Sie die auf den Boden geworfen haben. Ich bin über den Ast da hinten gestolpert. Nein, da brauchen Sie sich jetzt auch gar nicht rausreden. Ich habe das genau gesehen mit meinen Augen. Ich rufe jetzt auch die Polizei, also das geht ja so gar nicht, ne? Die Polizei? Entschuldigung, ich bin gestolpert. Ja, ja, ja. Danke fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like auf das Video da. Habt ihr das versteckte Rätsel gefunden? Wenn ja, ab in die Kommentare. Viel Glück. Peace.